Hallo Freunde, FreeClear von MagicBlocks.de. Wir sind im Modern-Format, ein Format, das ich bisher relativ gemieden habe. Und ich will eine Duskmont-Karte testen, beziehungsweise ein Deck spielen, das relativ viel Traction kriegt in den Ligen. Und zwar ist das dieses Oculus-Frosch-Deck. Opponent Oculus erlaubt uns, 4 Unearths zu spielen. Hauptgrund ist, dass ich gerne meine Foil anders spielen will von früher in Paper. Ich habe das Deck während meinem Urlaub ein paar Mal gespielt. Ich habe auch ein, zwei Trophies geholt auf meinem Hauptaccount. Wir sind jetzt hier auf meinem Daybreak-Account, deswegen Hashtag Werbung. Und wir hüpfen in die Liga. Ich erkläre kurz, was das Deck machen will. Und zwar habt ihr Psychic Frog, Bowmaster, also eure Tempo-Plays sozusagen. Und ihr habt den Opponent Oculus, den ihr discarden könnt, in den Frosch und dann unearthen. Oder den ihr einfach so spielen könnt, wenn ihr genug Karten im Friedhof habt. Und jeden Upkeep Manifest Strattet das Ding und es ist 5-5 Fliegen, das heißt, es beendet das Spiel sehr, sehr schnell. Wir können auch mit Thoughtscour und selber millen und hoffentlich so einen Oculus millen. Wenn wir einen Oculus auf der Hand haben, können wir einen Friedhof damit voll machen. Dann spielen wir noch Push, wir spielen Spell Pierce und Spell Snare. Spell Snare bin ich ein großer Freund gerade. Wir spielen Consider, auch um Oculus zu millen oder einen Friedhof voll zu kriegen. Und dann spielen wir noch Counterspells und im Sideboard, vor allem gegen Eldrazi und so, Harbinger, Consign to Memory, ihr seht da schon, was das schlechteste Matchup ist, ist auf jeden Fall Eldrazi und wir spielen zwei Deluges, ein Glistening Deluge gegen Energy und noch ein bisschen Sideboard gegen unsere Mirror oder gegen andere Varianten, die reanimate wollen. Ich bin gespannt, schauen wir rein und dann sehen wir uns gleich in der Liga. Runde 1 in Modern. Ich bin gespannt. Eine gute Hand, bitte. Eine gute Hand wäre jetzt das Wichtige. Die ist okay. Die ist okay. Die hat Frosch, die hat Consider. Wir spielen gegen Giganta. Das kann Chant sein. Das kann, was weiß ich. Kenne mich in Modern immer noch nicht aus. Freunde, ich bin ehrlich. Keine Ahnung. Okay, wir spielen gegen Energy, so wie es aussieht. Hier natürlich mit dem allerbesten Start, den man haben kann. Aber ja, auch cool. Ja, dann pummeln wir nicht lang rum, sondern pushen das einfach und go. Nächsten Zug spiele ich einen Frosch. Und hoffe dann mit einem Unearth den Oculus zurückzuholen. Okay, Ragavan. Ragavan nervt. Bin ich ehrlich. Mir unbegreiflich, wieso Ragavan in dem Format legal ist. Aber es ist mir vieles unbegreiflich, was man über die Jahre mit Modern gemacht hat, von dem her. Ja, hoffen wir mal, dass der Frosch genug im Weg rumsteht. Wenn ich noch ein Land ziehe, kann ich noch einen zweiten spielen. Das finde ich auch ganz cool. Okay, ein Mesa. Guide of Souls, ja. Okay.
Okay. Ich darf blocken. Ist das jetzt um zu bolten in Response oder Masterplan? Ja, First Strike Damage, fair. Okay, Ragavan for free gegessen, läuft. Ja, Wayne. Das wäre vorher schon gegangen. Und dann alles ausgewählt, sehr schön. Das wäre jetzt nicht mehr nötig gewesen. Das hier ist ein Problem auf jeden Fall. Ich schau mal nach einem Land. Ich hätte gern trotzdem meinen Unearth gespielt. Der Shooter Sheriff ist cool, den Ocelot Pride und ist tatsächlich ein Problem. Aber der Overlord, der macht halt schon ab dem ersten Mal da sein was. Und Opponent hat nur eine Handkarte, die war vorher schon kein nicht damage-basiertes Removal. Von dem her hoffe ich, dass ich, okay, zum Beispiel nochmal einen Frosch treffe. Natürlich zieht man es nach, natürlich zieht man es nach. Oder man spielt es beschissen, das kann natürlich auch sein. Ja. Ich habe heute kein Glück, ich glaube, ich lasse es mit dem Magic schon wieder sein. Ich habe schon wieder genug. Und natürlich die Flash gefunden. Wäre ja so ein Scheiße. Gehen wir meinen Zug ab. Und halt mal Push und Shoot the Sheriff offen. Wenn ich jetzt pushe, gibt es nächsten Flage. Kann ich vielleicht ein bisschen Energie wegmachen, damit das hier keine Energie macht. Wenn was gespielt wird, kann ich direkt die Flage wiederkommen. Genau so habe ich mir das vorgestellt.
Das reicht halt trotzdem nicht, weil die Flage wieder kommt und ich einfach zu viel Schaden krieg. Weil ohne Land Draw kann Opponent kein Rot machen. Ich spiele. Wir brauchen für die Flage auf jeden Fall auch dann die Surgicals. Wir bleiben hinten. Dann manifesten wir. Ja, ich nehme noch mal einen. Fair. Wenn ich hinten bin mit dem Deck, ist natürlich einfach schwierig, das muss man sagen. Okay. Sacred Foundry. Das war der Move, ja. Aber ganz schön lang Brain braucht, hey. Okay. Consider. Ich glaube, ich will considern. Ich will in den Land considern. Ich habe halt kein Live-Gain im Deck, das ist ein Problem. Ich brauche jetzt dann unendlich Counterspells immer mal wieder und muss irgendwann mal die Frösche hier hochkriegen, damit ich hier angreifen kann. Ich brauche immer fliegende Blocker gegen den Guide. Ja, wobei ich verliere einfach gegen den Achani, das stimmt. Das sind ja auch Katzen. Ja, okay. Der macht dann Damage. Er hat ein rotes Permanent. Okay. Schauen wir mal. Nach dem Board wird das meistens besser. Aber auch kein schönes Matchup. Wir wollen die Dinger hier. Bowmasters sind super. Force of Negation, komm raus. Stern Scolding kommt rein. Ich mache auch das eine Spell Pierce raus, weil meistens kriege ich eh nicht das gecountert, was ich countern will. Und ich cutte wahrscheinlich sogar einen Counter. Ja, wobei, so vielleicht kann ich das Sink in das Tuber. Das ist ein Land. Ich will eher aggressiver Mulligan.
Schauen wir mal. Start war eigentlich nicht so schlecht, aber wir waren halt on the draw gegen Energy und die hat halt einen guten Draw gehabt, hat es nicht mal besonders hervorragend gespielt, aber reicht halt. Okay, ich werde gerade anfangen. Jo, das kann man keepen. Da mache ich mit Opponent. Eine gute Idee. Swordscar brauche ich nicht. Ich glaube, ich lasse einfach offen. Consider kann ich noch nach einem Land suchen, ich kann was pushen, ich kann was Bowmastern. Ich habe Counterspell offen. Goblin Bombardment, ja. Das wollen wir auf jeden Fall countern. Land wäre cool. Land ist cool. Ich glaube, ich starte mit einem Frosch. Einfach, weil ich noch ein Deluge auf der Hand habe, um aufzuräumen. War das der Anfang vom Blood Moon austappen? Ragavan, ja, läuft. Okay, Chance, kann man machen. Ich sag go. Late, ja. Ich schau mal, was kommt. Noch ein Deluge. Ich glaube, die Deluges kann ich wegwerfen. Könnte nochmal ein Removal sein. Aber ich will mit zwei Bowmasters wahrscheinlich eh nicht
Old. Ja. Fair. Jetzt bräuchte ich dann Cantrip oder direkt. Oder halt direkt irgendwas, um die Flage wegzumachen. Aber vielleicht reicht es einfach. Einmal zurückholen lassen, dann pushen. Brauche noch irgendwas, um Revolt zum Aktivieren sozusagen, aber das wird man schon hinkriegen. Ja, Flash ist eine ziemlich brokene Karte, muss man sagen. Ragavan. Okay. Achani. Fair. Da war ja mein Revolt. Wenn der flippen würde, macht er nochmal ein 2-1er. Kann mir eigentlich egal sein. Mensch, kann ich dann mit meinem. Wenn der Plan ist, Flage zurückzuholen, damit der Schaden schießt. Dann kriegt man das so gebacken. Dann fliegen wir mit dem Frosch drüber. Oh, Wandering. Ja, okay. Da fliegt man tatsächlich auch mit dem Flage da rein. Und wir haben ja Bowmaster liegen, von dem her. Oh. Das machen wir im Draw Step, Freunde. Guter Draw. Sogar Mana dafür zahlen, insane. Okay, 1-1. Will ich was ändern jetzt, wo ich den kenne? Jetzt wird es halt wieder schwieriger, wenn wir on a draw sind.
Die Hand ist, glaube ich, zu langsam. Die sieht besser aus, wenn wir auch Spells näher haben. Glaube, ich mache den Oculus weg. Turn 1 Ragavan, wie ich es hasse. Ist echt. Was ist das für ein Format, Freunde? Also, falls ihr Modern spielt, haltet ihr das für normal, dass man das einfach legen darf? Es geht halt gar nicht. Ich schock mich mal, damit ich Counter und Spells näher offen habe. Oder Spells näher und Consider. Oder Thought Scour vielleicht sogar eher. Arena of Glory. Okay. Fair. Companion in die Hand nehmen. Fairer Move. Dann schauen wir mal, was wir machen können. Wir treffen leider nichts Vernünftiges. Deluge, okay. So ein schönes Xrd wäre jetzt doch klasse auf einen Zweitrupp, den ich Spells nennen kann. Okay. Was kostet 4 Mana Instant Speed in dem Deck? Hätte ich jetzt cyclen sollen. Ja, Wayne. Schauen wir, ob ich nochmal ein Land finde. Nee. Für ein Removal Spell, ein Consider weg. Immer noch keine einzige Kreatur getroffen. Sehr gut. Ich meine, ich habe das Deluge, um aufzuräumen. Jetzt cycle ich. Ich glaube, ich halte offen wegen den einer Karte will ich nicht deluschen. Okay, immerhin einen Frosch mal getroffen.
Okay, One Ring. Nochmal ein Land wäre cool. Oder ein Push, nehme ich auch. Giganta. Okay. Nehme ich nochmal 3. Okay, Opponent hat Angst vor Bowmastern, das macht Sinn. Nehme ich nochmal 2. Land wäre weiterhin cool. Vielleicht. Vielleicht will ich auch einfach Bowmastern. Oculus. Okay, den spielen wir. 2, 3, 4, 5. Sind wieder unglaublich am Arsch gegen Flage. Aber so ist es halt. Okay, Static Prison, fair. Bis jetzt hat der Opponent noch nicht so die Ultra Energy Geräte am Start. Ja. Tja, das wird die Flage nicht schlagen, leider. Dagegen wird man wahrscheinlich verlieren. Also ziemlich sicher sogar, weil die kommt mit Haste. Jo. Gucken, ob's Opponent richtig hinkriegt.
Okay, schauen wir mal. Warum halt jetzt Removal für Flage? Tja, okay, GG. Okay, nächste Runde. Schauen wir mal, ob es besser wird. Wir sind on the draw. Mit einer relativ langsamen Hand, aber ich versuche das mal. Je nach Matchup kann die sogar sehr, sehr gut sein. Lotusblumen. Gegen Ad Nauseam. Gegen das Deck habe ich schon ewig nicht mehr gespielt, muss ich gestehen. Ich glaube, ich starte so. Denk nicht, dass ich gleich mein Spell Pierce brauche. Ich will eher das Blumen. Die können wir oben lassen, glaube ich. Okay, dann muss es endlose Bowmaster-Geschichten regeln. Bin gespannt, was das Deck in der Zwischenzeit spielt, damit der Schock hier notwendig war. Mana Value 0. Was kommt von 0? Ja, nochmal ein Blumen. Nochmal ein Lotusblumen natürlich. Noch eine Runde überlebt, dann hätte ich Force of Negation wieder. Das wird mir sehr, sehr gefallen. Aber die Chancen sind wahrscheinlich relativ gering. Okay. Mit dem kann ich interagieren, das ist völlig in Ordnung. Okay, ja, nochmal ein Suspended. Fair. Ich glaube. Ich räume aber direkt ab, damit ich nächste Runde Force of Negation aufhalten kann als Hardcast. Oder könnte mich auch austappen und Force pitchen und deutlich den Schaden erhöhen, weil das Deck will ja mit Ad Nauseam Karten ziehen. Und das hier braucht noch drei Runden. Wenn es Ad Nauseam ist. Vielleicht ist es einfach das Combo-Deck, das Mark Tobias gespielt hat. Aber so habe ich halt den Vorteil,
dass ich eine relativ schnelle Glock habe. Mit den zwei Power-Attack mache ich halt nichts. Und nächste Runde habe ich dann Force Hardcast offen und das Thoughtscour kann sogar nach Möglichkeit was finden. Okay. Zum Beispiel noch eine Antwort da drauf. Das kann jetzt ein Land zurückholen und ein Artefakt zurück. Ja, und dann das Land spielen sozusagen. Und eine Karte ziehen. Dann haben wir drei Bowmaster-Trigger. Okay, kommen die Blumen wieder. Aber jetzt haben wir Lethal auf dem Board. Belcher. Okay. Verstehe. Das ist die Wincon. Das ist also ein Belcher-Deck in der Zwischenzeit. Ja, macht Sinn. Hat genug MDFCs. Okay, schauen wir mal, was wir da noch boarden wollen. Thoughtseize, Surgical hört sich alles gut an. Consign hört sich gut an. Stern Scolding hört sich gut an. Die Spellsnares brauchen wir wahrscheinlich nicht. Ich habe zu viele gute Karten. Kann so random ein bisschen. Vielleicht brauche ich keine zwei Scaldings. Kann nur einen Push weggeben. Weil wahrscheinlich will ich das auf keinen Fall. Vielleicht nehme ich noch einen Unearth weg. Ja, ich glaube, das kann man halten. Das ist doch mal eine Hand. Okay, Lotusblumen im Exile. Schauen wir mal. Hochkommandier. Okay. Zwei Länder, das heißt, ich kann da nichts ändern. Das Flair macht wahrscheinlich nichts. Vielleicht muss ich wirklich das Kommandier nehmen. Hey, was soll es countern? Ein Force of Negation. Und das hier kann ich replicaten. Ich habe keine Colorless Spells. Ich weiß nicht, wozu das drin ist. Ich nehme trotzdem das Kommandier. Das ist das Einzige, was macht, auch wenn es wahrscheinlich nicht so schlimm ist, wenn der Opponent sich 10 zu 1, um ein Counterspell von mir abzustellen, wenn man meine Hand anschaut. Aber so kann ich mich eher austappen. Okay. Hat Opponent die Force Spike offen. Das heißt, wir können jetzt nicht Bowmastern. Ja,
Okay. Spell Snare. Nochmal ein Consign. Okay, Spell Snare auf der Hand. Interessiert mich jetzt auch eher wenig. Meine Glocke ist so ein bisschen arg mies. Okay. Ah, jetzt ist Flare auf die Null natürlich aktiv. Vielleicht hätte ich den Typ doch countern müssen. Okay, das ist Disruption. Ich meine, ich habe keine große Glock. Das muss man schon sagen. Jetzt könnte ich geflared werden. Wenn ich ein Fetchland habe, dann hätte ich es resolven lassen können, aber so ist es ein bisschen schwierig, weil Ponne hat noch keinen Landdrop gemacht, haben noch eine Blumen. Okay. Spell Snare, ja. Läuft. Leider keine Antwort auf diesen Tameshi, das ist ein bisschen ein Problem. Wenn jetzt nichts dazwischen funkt, so habe ich eine Antwort.
Das könnte man noch Cosine to Memory spielen. Die Trigger hier stifeln. Okay. Ja gut. So richtig viel machen wir halt auch nicht. Aber ich biete gern wieder einen Trade an. Bleibt die Hoffnung, dass nicht, dass ich, dass mein eine Force of Negation dann noch reicht. Shoal. Ja, die gehen schon all in, hey. I reveal a non-creature, non-land card from among them, put it into your hand. Okay. Da ist der Belcher. Schauen wir mal. Gut. Zweite Force hat gereicht. Jetzt müssen wir nur irgendwie das Spiel gewinnen. Immerhin das Consign to Memory. Das ist ja schon mal eine sehr gute Antwort von Belcher. Und das Lotus Bloom ist auch weg. Okay, hat sogar einen Belcher gefunden. Ja, so komme ich nicht weiter. Ich kann jetzt den Belcher wieder countern, aber. Okay, Flair auf Denial. Verstehe. Thoughtseize wäre jetzt cool.
Den kann ich leider nicht spielen. Ich muss Consign offen lassen mit Replicate. Ich glaube, ich werde auch zuerst Counterspell spielen, damit vielleicht das Flair kommt. Und dann mit Replicate 1 Belchern. Okay, Spell Pierce ist auch nicht das Schlechteste, was man hier ziehen kann. 3, 4, 5, 6. Ja, 2, 2er. Okay, guter Draw. Okay, cool. Unsere Counter Magic hat dann doch die Globokumpen besiegt. Okay, kurzes Video heute von mir. Ihr hört es ja, ich bin noch nicht ganz gesund. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao.